wunderschönen guten Abend miteinander. Als erstes ein kurzer Text über meinen Lieblingsbundesrat. Und der Titel davon ist... Der kleine Parmelin! Die Parmelins! Ein krauziges, friedfertiges, menschenähnliches Volk mit Geheimratsecken so tief wie der La Glümme, klumm einst aus ihren düsteren Stollen, denn der Parmesan wurde knapp. Parmesan, die Lieblingsspeise der Parmelins. Und wieso Parmesan? C'est fou, rien ne plus. Je ne regrette rien. De trois, sur le pont d'Avignon, sagte einst der Jüngste der Sippe, der auf den Namen Guy hörte. Guy Parmelin war zwar der kleinste aller Parmelins, gleichwohl aber auch der unerschrockenste. Guy und seine 12 Brüder. Bui, Pfui, Hui, Nai, Kai, Mai, Tai, Eis und Sai, Kai und Tja. Schwirrten kaum an die Erdoberfläche gelangt, in alle Richtungen aus. Gui ging die Sache schließlich ganz direkt an. Parmesan! Es gibt Parmesan! Es gibt Parmesan! Lundi, Mardi, Mercredi! Aber niemand hatte Parmesan. Außer der Parmesanladen. Und dann wurde der Bundesrat, wer auch sonst, die anderen Parmeline sicher nicht. Und wenn sie noch nicht Parmelin, dann sind sie noch Parmelin, Parmelin, Parmelin. Dann habe ich noch... Danke. Dann möchte ich euch jetzt sehr gerne noch etwas über meine Lepidopteraphobie vorlesen. Das ist die Angst vor Schmetterlingen. Insekten sind allgemein recht schwierig für mich, besonders aber eben Schmetterling. Und der Text heisst dementsprechend Schmetterling, ich geht. Schmetterling, ich geht. Ich geht. Schmetterling, ich geht, ich geht. Schmetterling. Schmetterling! Pfui! Dann habe ich noch einen zweiten Text, auch zu diesem Thema. Er heisst Schmetterling, ich gibt Pfui 2. Die Angst und der Ekel beginnen eigentlich schon beim Wort Schmetterling, klingt wie eine heimtückische, tödliche Waffe aus der dunkelsten Schublade des Mittelalters. Aber das Schlimmste an Schmetterlingen ist selbstverständlich ihre physikalische Beschaffenheit. 6 Beine und dann dieser Saugrüssel. Ich würde jetzt gerne mehr ins Detail gehen, aber ich musste meine Recherche leider abbrechen, weil ich einfach nicht genau hinsehen konnte. Ich kann einfach nicht verstehen, welcher Psychopath sich ausgedacht hat, an Hochzeiten Schmetterlinge freizulassen. Kann man ja genauso gut mit Schlangen oder Motorsägen um sich werfen. Oder das Sprichwort Schmetterlinge im Bauch haben, um den Zustand der Verliebtheit zu beschreiben. Mein Gott, sowas darf man nicht sagen von Menschen wie mir. Das ist pervers. Ich sage ja auch nicht, ich habe Spinnen im Bauch. Finden Sie auch nicht gut, oder? Ratten im Bauch. Zahnärzte im Bauch. Zahnärzte mit Spritzen und Bohrer im Bauch. Ohne Lachgas. Ja, es spielen sich nun mal diverse Szenarien in meinem Kopf ab, wenn ich so ein Ding sehe. Also das kennen Sie vielleicht auch, dass sich so einer dann in meinen Haaren festkrallt oder einer mir in den Mund oder in die Augen fliegt und dort einen Haufen Eier legt. Kennen Sie, ja? Sonst ersetzen Sie das auch einfach mit einem Zahnarzt. Wobei Zahnärzte sich von Natur aus eher selten in fremden Haaren festkrallen. Aber Eier legen, oh ja, oh ja. Niemand hat es leichter, Ihnen Eier in den Mund zu legen als Zahnärzte. Haben Sie schon mal ein Zahnarztei gesehen? Hä? Nein, ich auch nicht. Aber das machen die hundertprozentig. Wo sollen sie sonst auch herkommen? Es will doch niemand Zahnarzt werden. Geächtet und verabscheut von der gesamten Gesellschaft. Eine jahrelange mühsame Ausbildung. Und dann darfst du für den Rest deines Lebens in das meist nicht so schöne Startloch des Verdauungstrakts gucken und dieses versuchen vor dem Vergammeln zu bewahren. Das macht doch kein Mensch.
Ja, und die schlüpfen dann nachts, wenn sie schlafen. Dann, wenn ihnen eine der durchschnittlich 12 Spinnen, welche der Mensch im Laufe seines Lebens im Schlaf verspeist, in den Mund kriechen, dann schlüpft gleichzeitig ein Zahnarzt aus dem Zahnarztei. Unbemerkt knackt ihre Füllung auf. Und raus kommt ein kleiner Zahnarzt mit einer Schachtel. Und der Schachtel ist ein Brief. Und in dem Brief steht, dass sie 5000 Franken für ihre neue Füllung bezahlen müssen. Ja, jetzt, wo ich darüber gesprochen habe, geht es mir eigentlich nicht besser. Schade, hätte sein können. Trotzdem danke vielmals. Hallo zusammen. Da eine könnt ihr jetzt noch mehr schauen, wenn ihr wollt. Und sonst halt nicht. Tschüss.